Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Rokat. Und heute öffnen wir wieder eine Top-Trainer-Box aus Zenit der Könige. Ich mache die Box auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Booster. Den Einkaufspreis der Top-Trainer-Box werde ich euch schon eingeblendet haben. Wir werden hier aus jedem Hit werde ich den Preis ermitteln oder aus jeder Karte, die wir ziehen, den Preis ermitteln, zusammenrechnen und gegen den Einkaufspreis gegenrechnen. Und zum Schluss werdet ihr sehen, ob sich die Box für mich gelohnt hat oder nicht. So, dann werden wir mal loslegen. Mal sehen, ob ich wieder so viel Glück habe wie bei meiner ersten Box. Da habe ich ja das Giratina Vista gezogen. Oder in meiner Regidrago V-Kollektion. Da habe ich das Arceus Vista gezogen in Gold. Also echt Wahnsinn. Ich bin echt gespannt, was hier heute drin ist. Vielleicht mein Mewtwo Vista? Also meine absolute Chase-Karte. Oder das Pikachu, das finde ich auch total toll. Welche ist eure Chase-Karte? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir fangen an mit einer Kampfenergie. Oh, Psycho. Luxio, Nirgendwo-Sauger, Zaplalek, Stolunior, Riolu, Staralili, Sichlor, Pokéball und Mewtwo auf dem Reverse-Slot. Und für mich als Mewtwo-Fan eine richtig schöne Karte. Also auch das Artwork ist echt, finde ich echt toll. Wie er da so die Energiekugel formt, zur Attacke gleich ausholt, sieht echt toll aus. Und haben wir was dahinter? Ein Luxtra. Und ab ins zweite Booster. Und euch? 1, 2, 3, 4. Und Psycho. Basis. Nirgendwo Sauger, Zaplalek, Hyperball, Riolu, Staralili, Sichlor, Pokéball, Mangunior, Shaman und ja! Oh, geil! Pikachu! Die Secret Rare Karte aus dem Set. Oh, Wahnsinn! Die sieht geil aus. Die sieht richtig toll aus. Aber ich feiere das Artwork total. So Pikachu im Mittelpunkt und dann die ganzen anderen Pokémon dahinter. Oh, Zeichen da, Inteleon, oh, Zeraora, X-Bart, richtig, richtig toll. Ab rein in die Sleeve. Und das Centering ist eigentlich auch okay. Ist zwar nicht top, aber ist okay. Oben unten glaube ich ein bisschen. Links, rechts sieht es ganz gut aus. Ich würde sagen, für mich hat sich die Box jetzt schon wieder gelohnt. Egal, was nachher an Wert rauskommt oder so. Also, die Karte zu ziehen, top. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch mein Mewtwo Vista. Ich weiß, ich sag's ja oft. Aber ich mag Mewtwo halt übelst. Metang, Energieumtauscher, Umschalter, Entschuldigung, Rockermann, Molung, Fililu, Magula, Aegit, Iguana, Ignivor, wie dann im Ofen hoppt. Sieht lustig aus. Und Pandagro. Und ab in den nächsten Booster. Ich bin gespannt. Habt ihr jetzt mittlerweile schon ein paar Produkte vom Zenit der Könige aufgemacht? Habt ihr Glück bei euren Hits? Schreibt es in die Kommentare. Eine Wasserenergie. Superball. Trekkingschuhe. Luxio. Boah, sieht auch schön aus, das Artwork. Richtig toll. Die Blitze da oben vom Himmel kommen. Sieht echt geil aus. Krebskorps. Gladiantri, Jurob, Wuffels. Oh, Wuffels sieht auch richtig toll aus. Wie er da so zum Mond heult.
Richtig, richtig schick. Oh, Stalunia, Riolo und... eine Basisenergie. Die sieht auch richtig toll aus. Ich feiere eh diese Energiekarten. Und für jeden, der auch die jetzt, also das Spiel jetzt im TCG-Bereich spielt, denke ich mal, so ein Muss, wenn man die Energiekarten spielt. Also echt Wahnsinn, sehen richtig gut aus. Also wenn ich mir ein Deck bauen würde, würde ich versuchen, nur solche Energiekarten in meinem Deck zu spielen. Kennt euch? Jetzt warte ich mal wieder Feuer und Licht. Pokémon-Fänger. Amphierer. Zwirklub. Oh, sehe ich da was? Shinux. Antimos. Sonnenkern. Smogon. Ibiza. Oh, Zamazenta V. Aus der Galar Gallery. Oh, schaut es euch an. Das sieht gut aus. Richtig toll aus. Also zwei richtig tolle Hits schon. Also ich würde sagen, die Box hat sich schon wieder richtig gelohnt für mich. Mein Bein da freut sich. Und noch was dahinter? Ein Tauros. Und wie viele Booster haben wir noch? 5. Ab in den 6. Booster. Wir haben jetzt Halbzeit. Ob da noch was Schönes drin ist? Und Pflanzenenergie. Steuerrak. Freunde aus Sinnoh. Boah, finde ich auch total toll mit der Cynthia da drauf. Auch einer meiner Lieblingstrainer. Duflor. Tangela. Coupons, Mauzi, Valmer, Shinux, oh, Voltilam von der Gala Gallery. Ich glaube, Voltilam habe ich noch nicht. Sieht auch richtig gut aus. Und Doppelhit. Oh, eine V-Karte. Grill Cheetah V. Ich würde sagen, die Box ist echt solide. Also ich kann mich nicht beschweren. Wenn man sonst so die anderen Sets betrachtet, ich habe mit silberne Sturmwinde angefangen und da ist ja schon die Pullrate besser gewesen. Da hat man so in einem Display, hatte ich glaube ich 14 Hits, also mit Holo. Beim Zenit der Könige bei so einer Top-Trainer-Box, da kommt man manchmal auch schon auf 10 Hits. Und das in einer Box mit 10 Boostern. Ne? Und bei diesem Display von Silberne Sturmwinde hat man 36 Booster. Schade, dass es von dem Set kein Display gibt. Hätte ich mir auf jeden Fall welche gekauft. Und Pflanzenenergie. Rettungsbox. Cesurio. Georock. Libiskus, Plaudergei, Janma, Gladiantri, Zipurze, Cesurio und Schlaraffel V. Ich glaube, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal. Die doppelten übrigens von meiner letzten Top-Trainer-Box, das Fulipova und das Schlaraffel habe ich schon an meine Kleintochter abgetreten. Ich fand die so toll. Ich hatte auch einen eigenen kleinen Binder. Damit halt auch ein bisschen mit Pokémon-Karten. Wir machen auch ab und zu mal was zusammen auf. Und ziemlich bald wird dann auch ein Video mit ihr zusammenkommen. Gönnt euch. Ich sag Elektro. Ui, da muss doch jetzt was drin sein, oder? Ich habe richtig geraten. Schmetterhammer. Venusliebes. Sonderbonbon. Iguana. Pampam. Tausch, Schnäppke, Ignivor, Sonnenfell und haben wir was? Cupidos.
vorletzte Booster. Wird da noch was drin sein? Gönnt euch. Ich sag Wasser. Kampf. Hyperball. Girafarig. Ritzigel. Mangunior. Kikugi. Owei. Energiezugewinn. Emolga. Fidido. Und Kleopatra. Last Pack Magic, Leute. Last Pack Magic. Werden wir noch einen Hit bekommen? Oder bleibt es bei 6 Hits? Oh, was ist mit der passiert? Seht ihr das? Total zerknickt. Die anderen Karten schauen ganz gut aus. Feuerenergie. Luxio. Freunde aus Hisui, Shaman, Molung, Energiesuche, Mabula, Aegit, Volley und oh, Dummiesel aus der Galar Gallery. Wie viele sind denn da drauf? 1, 2, 3, ein Amoroso, da hinten ist noch ein viertes Dummiesel. Seht ihr noch mehr? Schreibt es in die Kommentare. Habe ich alle gesehen? Oder habe ich da irgendwo eins übersehen? So, und Tangolos. So, dann nochmal meine Hits. Voltilam, Summer Center, die Basisenergie, Secret Rare Pikachu, über die freue ich mich richtig, richtig doll. Dummiesel. Schlaraffel V, wie? Und Grillschieter wie? Ich würde sagen, eine solide Box. Klar kann sie nicht mithalten mit der Box, die ich mit meiner ersten Box. Aber ich finde, die hat sich gelohnt. So, jetzt blende ich euch bestimmt den Preis ein. Ich bin gespannt, was rauskommt. Und dann noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Glocke aktivieren, abonnieren. Und kommentieren bitte.